Gucken wir uns die folgende Sprache an. Und zwar möchten wir die folgende Sprache erkennen. Wir möchten gucken, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Das ist das sozusagen als Sprache formuliert. Ich möchte quasi, wenn ich das Wortproblem für diese Sprache löse, für diese Sprache, eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, und diese Sprache besteht halt aus allen natürlichen Zahlen, die keine Primzahl sind. Wie kann ich das mit einer Turing-Maschine machen? Ganz einfach. Ich nehme auch wieder die Idee des Nichtdeterminismus und definiere die folgende Turing-Maschine. Also wir gehen immer davon aus, das ist unsere Startkonfiguration. Hier steht jetzt irgendwie eine Zahl n, die wir immer als eine Anzahl von n senkrechten Strichen interpretieren. Das ist meine Startkonfiguration, das heißt, ich kriege ein Wort, also eine Zahl. So, und dann machen wir es einfach das Folgende. Wir gehen nach rechts. Also hier haben wir ja beliebig viel Platz nach rechts hin. Wir gehen einfach einen Schritt nach rechts. Und dann wenden wir eine Turing-Maschine an Ratezahl, sozusagen Unterprogramm, was wir verwenden. Dann gehen wir noch einen Schritt nach rechts. Wir raten nochmal eine Zahl. So, und dann multiplizieren wir diese beiden Zahlen. Da schreiben wir uns einfach ein Turing-Maschinenprogramm, das nennen wir mal Mult. Und dann schreiben wir uns einfach ein Programm, das nennen wir mal Comp, für Compare, für Vergleichen. Ja, die Idee ist die folgende. Ratezahl ist einfach eine Turing-Maschine, wo wir einfach eine beliebige Anzahl von Strichen aufs Band schreiben. Ich glaube, da können wir ein Programm für schreiben. Ja, auch wieder nicht deterministisch, einfach eine Folge von Strichen aufs Band schreiben. Das machen wir zweimal. Dann haben wir im Prinzip die Konfiguration S. Oder dann haben wir irgendeinen Zustand. Nennen wir den mal Q. Dann haben wir unsere Eingabe hier stehen und dann haben wir hier irgendwie M stehen und dann vielleicht eine zweite Zahl P da stehen. Ja, dann wären wir hier. So, jetzt brauchen wir eine Turing-Maschine, die uns zwei Zahlen multipliziert. Auch das kriegt man hin. Ja, können wir sozusagen hier, wir sind jetzt an dieser Stelle. Wie würde man da vorgehen? Ja, man kann beispielsweise einfach, man läuft hier nach links, und für jeden Strich, den ich hier finde, schreibe ich das P hinten rechts dran. Ja, wir haben beim letzten Mal, da haben wir glaube ich irgendwie addiert. Multiplikation ist auch nicht schwierig. Ja, für jeden Strich, den ich hier finde, den markiere ich dann. Ja, immer so ein Hin- und Herlaufen ist das an dieser Stelle. Ja, für jeden Strich, den ich hier finde, laufe ich nach rechts, schreibe dann hier irgendwie das P hin. Das kann ich mir beispielsweise auf dem zweiten Band speichern, dieses P. Und für jeden Strich, den ich hier finde, kopiere ich dann einmal das P hier hinten dran. Und dann habe ich schon, hätte ich hier hinten stehen, Q. Dann haben wir hier vielleicht stehen I M mal P. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir Compare anwenden. Vergleicht einfach zwei Zahlen. Ja, auch das ist irgendwie nicht schwierig. Wenn ich hier beispielsweise bin, das Komma muss hier weg, ja, dann laufe ich beispielsweise, überschreibe einen Strich mit irgendeinem Merksymbol, irgendwie Symbol X, ja, laufe nach links, also einmal über dieses Blank hinweg, ja, markiere dann hier auch ein Symbol, laufe wieder nach rechts, markiere wieder einen Strich, markiere hier auch wieder einen Strich, ja, und wenn ich am Ende angekommen bin und hier gleich viele Striche markiert habe wie hier, ja, so eine ähnliche Idee, wie wir das bei der Akzeptanz von A hoch N, B hoch N hatten wir, glaube ich, akzeptiert mit der Turing-Maschine gemacht habe, ja, dann sind die Zahlen halt gleich oder halt sind halt entsprechend nicht gleich. So, und die Idee ist jetzt sozusagen von dieser nicht-deterministischen Turing-Maschine, ja, wir rechnen jetzt nicht irgendwie systematisch hier aus eine Primfaktorzerlegung, was ich eigentlich tun müsste, wenn ich
einen Algorithmus darauf anwenden wollte, sondern wir nehmen wieder Nichtdeterminismus und sage, so, ich rate einfach eine zufällige Primfaktorzerlegung oder eine Zerlegung meiner Eingabezahl n, ja, rate zufällig zwei Faktoren, ja, und vielleicht habe ich ja die beiden richtigen geraten. Ja? Was man sich sofort vorstellen kann, naja, ich kann auch richtig raten. Ja? Ich werde vermutlich in 99,3% der Fälle werde ich falsch raten. Aber das ist nicht so relevant. Für uns ist relevant, können wir das Problem überhaupt lösen? Ja? Und damit können wir es lösen. Also dieser Begriff des Nichtdeterminismus ist eigentlich ziemlich mächtig. Ich kann relativ einfach einen Algorithmus formulieren, um mich überhaupt der Frage zu stellen, kann ich dieses Problem lösen oder nicht?